Herzlich willkommen, eure Freunde, zurück zu einem weiteren Part von Animal Crossing New Horizons. Weißt du, warum ich dir schreibe? Vielleicht hast du es erraten, ich möchte vor allem meine Finger trainieren. Allerdings sollte man es mit der Intensität in diesem Fall auch nicht übertreiben. Ja, genau, wir sind gleich wieder in Animal Crossing, ja? Habe ich hier was nicht gelesen? Achso, Akademie. S. Rang S schon. Sehr schön. Und zwar haben wir einen neuen Bewohner, Leute. Da gehen wir jetzt auch hin. Aber wir holen uns noch eben die Flaschenpost hier. Scheint heute... Vielleicht regnet es heute noch. Wäre cool. Wo sind die Flaschenpost? Ach, da rechts. Rechts ist Tulpenkrone. Oh, die haben wir noch nicht. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Leute, es gab jetzt in den letzten Tagen... Ich weiß nicht, ob es vorgestern war oder gestern. Es gab auf jeden Fall einen Trailer zu dem kommenden Animal Crossing Update. Und tatsächlich wird es dann... Warte, ich wollte hier gucken. Okay. Tatsächlich wird es dann Gemüse zum Anpflanzen geben. Zumindest Kürbisse. Aber das ist schon mal ein erster Schritt. Oh, hier sehen wir schon den neuen Bewohner. Machen ist nämlich eingezogen. Ich bin dann auf 5 verschiedene Inseln gegangen, weil ich nur 5 Meilen Tickets hatte. Und als letztes kam da Maren daher. Und die passt eigentlich ganz gut, würde ich sagen. Guten Morgen, einen schönen Tag wünsche ich dir, Yummy. Ich versuche eine gute Zuhörerin zu sein. Also komm ruhig zu mir, wenn dich mal etwas bedrückt. Wie kann ich dir helfen, Yummy? Warum fange ich nur keine Insekten? Ich versuche es jeden Tag, aber bis jetzt erfolglos. Denkst du, ich sollte meine Atmung mit ihrer synchronisieren? Atmen Insekten überhaupt wie wir? Das ist eine sehr, sehr gute Frage, Maren. Diese Frage werden wir irgendwann anders klären. Als erstes muss ich zu unserem Hundi. Hundin rennen. Hallo, Hundi. Hallihallo. Hallihallo. Wie geht's dir? Ach, Menno. Heute habe ich etwas verschlafen. Aber das macht nichts. Jetzt kann ich Frühstück und Mittagessen gleichzeitig essen. Ja, das hast du mir doch schon mal erzählt. Ist irgendwas? Tut mir leid. Ich habe gerade nicht aufgepasst. Du, Moritz. Das steht dir richtig gut. Aber dir steht alles ganz toll. Dieses Paar Regenstiefel bestimmt auch. Das sieht fast ganz so aus wie dein Bademantel. Also steht es dir vielleicht. Oh nein, jetzt krieg ich schon wieder Sachen geschenkt. Leute, mein Inventar ist schon voll genug. Hoffentlich gefällt's dir. Raro. Ja, zwischendurch war einmal Rainer da. Beziehungsweise, ich glaube, das war sogar ein Part. Deswegen geben wir mal eben das Gemälde ab. Animal Crossing wird jetzt immer am Montag und am Freitag kommen. Das ist so momentan der Plan. Huch! Oh, ich bitte um Pardon. Guten Morgen, Moritz. Wie darf ich Ihnen dienen? Zwetter stiften. Fabelhaft, was gedenken Sie zu stiften? Ein Gemüsegemälde. Wuhu, wenn das nicht ein Gemüsegemälde ist, vollwertig und authentisch, dass ich das neu erleben darf. Ein Tag wie jeder andere und zack, hallo Gemüsegemälde. Ich werde dieses edle Stück mit äußerster Sorgfalt behandeln. Großes Kuratenehrenwort. Hier in der Hinweistafel ist auch im Museum, wird im Museum installiert. Okay, cool. Ich weiß gar nicht mehr, wie das Gemüsegemälde aussah. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Das ist, glaube ich, jetzt fast eine Woche, ja, oder? 5 Tage. Das ist, glaube ich, nicht. Da auch nicht. Aber es wird zu langsam, ne? Ich meine, hier hinten ist noch alles leer, das stimmt. Aber es wird. Es wird. Ach, hier ist das Gemüsegemälde. Der Sommer. Giuseppe Archimboldo um 1563. Öl auf Leinwand. Dieses eigentümliche Porträt wurde vom italienischen Maler Giuseppe Archimboldo im späten 16. Jahrhundert gemalt. Selbst Kunstlaien dürfte es auffallen, dass die Person auf dem Gemälde nur aus Obst und Gemüse besteht. Ach stimmt, Ich dachte, das Gesicht wäre echt. Na gut, schnell weg. Ey Leute, ich bin
Also ich bin schon happy mit dem neuen Update, was dann am 30. September kommt. Aber ich bin mir nicht so sicher, ob es mir so sehr gefällt. Weil ich habe mir eigentlich schon gewünscht, dass Esmeralda endlich kommt. Oder das Café. Weil ich hätte eigentlich ganz gern mal wieder ein neues Gebäude, was man platzieren kann. Oder dass der Laden sich ausbaut. Und das sah jetzt nicht danach aus. Sondern nur das Jack und Halloween halt. Und das nächste Update wäre dann erst im Ende November, glaube ich. Ende November war es. Genau. Ja, aber die Kürbismöbel, die sahen ganz cool aus, tatsächlich. Oh, hallo Thomas, mit dir habe ich auch noch nicht gesprochen. Alles in Ordnung, Herr Pfeff? Wie der heutige Tag wohl wird, er lässt sich jedenfalls gut an. Was? Er lässt sich jedenfalls gut an. Okay. Ja, lassen wir mal so stehen. Ich glaube, Gulliver ist da, oder? Müssen wir gleich echt mal am Schauen mal vorbeigucken. Irgendwo muss der ja sein. So. Außerdem werde ich euch jetzt gleich erstmal zeigen, wo ich einen kleinen Bauernhof hinmachen möchte. Dafür müsste ich aber erstmal Nuckmal sparen, weil das Silo, das kostet 3000 oder so. Und ich habe gerade null. Also fast nichts. Fast nichts habe ich momentan. Denn das braucht ja so ein Bauernhof. Und ja, das hätte ich ganz gerne hier, die Treppe hoch. Hier hätte ich dann gerne das Bauernhof. Das Haus, das werden wir dann auch noch umtauschen gegen ein Haus, was mehr dazu passt. Zum Beispiel das da rechts. Das würde mehr zum Bauernhof passen. Und ja, hier wäre genug Platz für das schöne Kürbisfeld dann. Und vielleicht gibt es dann im Frühjahr dann Kartoffeln und sowas, weil laut Leaks wird es irgendwann diese geben. Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt drauf. So, wir haben jetzt noch niemanden gesehen. Das heißt eigentlich Gillewarr. Ah, Gillewarr. Ja. Wieder Piratenmöbel. Obwohl, ich freue mich immer, wenn irgendein Gillewarr da liegt. Weil der andere da gibt uns auch coole Weltdinger. Ich hätte gerne Stonehenge. Das habe ich nämlich noch nicht bekommen. Mann, 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 Mann. Ja, komm hier. Bla 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 bla. Wann gibt's das Labska aus? Mir tun auch die Flügel weh vom Kartoffelschälen. Welchen finde ich besser? Den Buckelwal, den Orca? Arr, arr, die Qual der Wale. Arr. Arr, macht euch ran, Männer, der letzte Krieg. Kriegt kein Büsendienst. Wir legen ab in. Oh, Nanu. Das ist ja gar nicht die Insel mit dem Piratensupermarkt. Hier wohnt doch mein Lieblingslandratte. Ahoi, Moritz. Alles frisch in der Brise? Ich? Na, ich hab mal wieder aus Versehen die Fische besucht. Kennst mich ja, Matrose. Arr. Und hier bin ich nun, eingeweicht, eingekehrt bei dir, wie es fast schon Seemannsbrauch ist. Sag mal, wenn der Captain lacht, dann hast du Landstelze, gefälligst mitzulachen beim Klabauter. Na, einmal lass ich's dir noch durchgehen. Die Retterei wird ja sicher auch kein Riesenspaß. Ich rufe einfach schnell um Hilfe, indem ich meinen festen, griffigen Fernsprecher. Hä? Heilige Eckbade! Mein treuer Fernsprecher ist fort. Ich verfolge wie Schiffsglockenklang im Nebel. Arr. Bei dem Wellengang muss mir das Ding aus der Tasche gerutscht sein. Da scheiße, ich sitze sehr fest und muss warten, bis meine Leute von selbst erfinden. Was treibe ich nur so lange? Hm? Mal überlegen, ob man Landmannsgarn spinnen kann. Ich flehe dich an, Kollege, bitte helf mir, meinen Fernsprecher zu bergen. Oh, Matrosenehrenwort, da packt mich doch gleich die Tanzwut. Mein Riecher sagt mir ja, dass mein Fernsprecher irgendwo im Meer um die Insel sein müsste. Aber ich muss hier bleiben und Ausschau halten, falls meine Leute doch noch vorbeischippern. Ob du dich nicht ins Meer wagen und meinen Fernsprecher suchen könntest, das wäre astrein. Aber schau vorher, dass du auch Platz in der Tasche hast, sonst bleib zurück, das gute Stück. Oh, Gott. Erstmal Stimme ripped gemacht, auf jeden Fall. Dann gehen wir vom Bademantel mal wieder zurück. In die Schwimmuniform. Ich weiß gar nicht mehr, wie die Blasen von diesem Fernsprecher überhaupt aussahen.
hier wird ja nicht sein, oder? Ne, eine Krabbe. Eine Krabbi. Leute, ich bin momentan echt... Ich würde so gerne Harry Potter schauen. Ich habe auch die Blu-rays alle hier und sowas, ne? Aber am liebsten würde ich sie einfach per Steam... per Stream schauen, ja? Weil dann habe ich geguckt bei Amazon. Jeder Film kostet ca. 10 Euro. Ich meine, das ist echt nicht viel, aber wenn man alle haben will, per Stream, dann wären das 80 Euro. Und ich glaube, das möchte ich aktuell noch nicht bezahlen. Obwohl ich die sehr, sehr gerne im auf einen Stream hätte. Mann, damit ich nicht immer die DVDs auswechseln muss, weil das ist echt nervig, Leute. Ich weiß, das sind Probleme, die viele haben, ne? Sehr, sehr viele. Und ich kann euch sagen, meine durchschnittliche, oh Gott, Bildschirmzeit waren 3 Stunden und 22 Minuten diese Woche. Oder letzte Woche, beziehungsweise heute ist am Montag. Okay, das ist echt viel, weil sonst habe ich immer 2 Stunden, circa. Naja, diese Woche beginnt die Uni wieder. Da wird es dann wahrscheinlich entweder mehr oder weniger werden. Okay, Gilde, achso, dem müssen wir das natürlich auch geben, ne? Oder haben wir ihm das gegeben? Ne, haben wir nicht. Ich bin einfach damit weggelaufen. Was ist eigentlich, wenn wir das behalten? Geht das? Weiß es nicht. Oh, ja, ich hab den Ei, Captain. Ah, ja. Super, tada. Danke, du bist der Beste. Hier, tschüss. Ja, schon wieder. Ha, tau, ha, Captain Gulliver, ha. Du bist mein Held. Dankeschön. Ich möchte ganz gerne den Piratenhut haben. Der Piratenhut wäre cool, wenn du mir den schicken könntest. Wäre sehr nett. Mich würde es gerade mal interessieren, wie oft wir Gulliver da schon gerettet haben. Warte. Aha. Wir gucken mal eben hier durch. Meister, Baum, nein. Muschel sammeln. Angellegende, was ist das denn? Warle entgegen kein einziger Fisch. Um dir diese Meile zu verdienen, musst du mehrere Fische in Folge an Land ziehen, ohne dass dir einer erwischt. What? Als ob ich 50 Fische auf Anhieb fangen muss. Das ist ja was. Demolieren, renovieren. Du hast dein Zuhause renoviert? Fast so gut wie neu gebaut? Hm, renovier ruhig. Nee, ich mag das eigentlich so. Wie es aktuell ist. Hilfsbereit, das ist das, oder? Nee, ist es nicht. Emissionsmeister haben wir noch nicht alle. Nee, haben wir. 6 fehlen uns noch. Aber wir bekommen auch momentan einfach nichts. Oh, ich glaube, ich bekomme gleich... wenn ich jetzt nochmal 4 Items bestelle, dann könnte ich vielleicht endlich diese Handy-App bekommen. Das wäre natürlich nice. Meilenstein, ja. Beliebter Brieffreund. Für fleißiges Kartenschreiben bekommst du Meilen, also weiter so auf das Bande knüpft und Freundschaften gefestigt werden. Oh, ups. Oh, hier sind noch 2. Oh, hier sind echt noch viele frei. Ballonschütze, Landschaftsgestaltung. Gruselige Geheimnisse. What? Wenn du hier unheimliche Entdeckungen machst, musst du das für dich behalten. Sonst gerät die Insel in einen Verruf. Weitere Informationen zur Schweigepflicht findest du in deinem Vertrag. Okay. Lebensretter, das war das, oder? 20. Okay, schade. Schade. Ich dachte, man könnte es gleich sehen. Gut, dann besuchen wir noch eben die Shops. Und dann war es das auch schon wieder mit dem Part. Ich hoffe, da gibt es jetzt mal wieder was Cooles drin. Weil eigentlich, naja. Ich weiß auch gar nicht, ob ich seit der letzten Folge hier überhaupt noch was gemacht habe. Nee, ich glaube nicht. Ich meine nicht. Aber vielleicht doch. Ich weiß, was ich gemacht habe. Stimmt. Mir ist es wieder eingefallen. Ich habe den Weg schon mal in so eine kleine Grotte gemacht. Weiß aber noch nicht, ob er mir so gefällt, dass ich den stehen lassen möchte. Deswegen zeige ich euch den heute noch nicht. Oder vielleicht doch. Aber eben gucken wir hier noch rein.
Der Part, der soll ja auch nicht allzu lange werden. Gib mir was Cooles. Tina und Sina. Oh, möchtest du die Umkleide benutzen? Was haben wir hier? Was haben wir hier? Nichts. Oh, das haben wir noch nicht. Methan-Pushy, okay. Ne, lassen wir mal lieber. Mein Kleiderschrank ist eh schon voll genug. Gut, dann tragen wir das. Ja. Ja. Sehr schön. Jetzt sehen wir bald aus wie der Hund. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Ja, hoffentlich bis bald. Tschüss, kleines Ding. Okay, okay, komm. Schnell noch nach da oben laufen. Was ich in der Zwischenzeit gemacht habe, ist echt nicht viel, Leute. Da links sieht man schon. Achso, doch, ich habe den Weg hier noch gemacht. Den Weg und das Wasser hier habe ich noch schon mal gemacht. Und dann nach hier oben und dann kommt so hier Stonehenge hin. Ja, das ist so der Plan. Und ja, ne, Leute? Ach ja, und hier kommt eine Brücke hin. Dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dann, euer Kamito, haut rein und ciao.